Da sind wir wieder in Supraland. Ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, ihr folgt mir heute auch wieder in diesem wunderschönen Spiel. Supraland. Ich muss bloß noch einmal hier die Dingsen öffnen. Wie war das? Der da musste weg, ne? So, tschüss. Und schon sind wir in diesem neuen Gebiet, wo wir den blauen schon gesehen haben. Lauf doch nicht gegen die Pflanze. So, also wir sollen ja hier alle Holzkreuze zerstören. Das war ja die eine Aufgabe, die wir das letzte Mal bekommen haben. Eins haben wir schon. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viele von diesen Kreuzen das es gibt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal das nächste. Da haben wir einen Stein. Wir laufen halt einfach mal hier so den Rand ein klein wenig ab. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich irgendwie abgeschossen werden von irgendwas, von irgendwem. Also ich muss ja zugeben, ich nehme jetzt quasi heute den zweiten Teil auch noch auf, weil ich weiß, dass ich die nächsten Tage etwas weniger Zeit habe. So, da haben wir noch eins, da geht's dann durch. Da müssen wir noch ein Rätsel lösen. Eine Schallwelle. Was sagst du mir? Durch diese Türe kommst du zum blauen Kristall. Du solltest dort unbedingt hin. Ja, das denke ich mir schon. Aber im Moment suche ich noch alle Holzkreuze. Da ist eine Sackgasse. Bin mal gespannt, wie viele das sind. Leben bin ich noch voll. Da haben wir wieder eine dieser komischen Röhren. Ich weiß nicht, ob die irgendwann vielleicht mal aufgehen. So wie eine Art Abkürzung, ob die vielleicht fungieren. So, da haben wir noch eins. So, natürlich überall schauen, dass ich auch hoffentlich alle Holzkreuze hier erwische. Weil der schaltet mir ja dann diesen Schalter frei, ne? Da haben wir schon den ersten, der uns hier gefährlich werden will. Geh weg! Aber da war schon der nächste, oder? Also, jetzt sind wir einmal außen rum gelaufen. Wenn es das nicht war, dann müssen wir noch mal ein bisschen suchen. Und alle Holzgräber. Da haben wir noch eins. War es das vielleicht? Alle. Okay, da oben habe ich noch Münzen, sehe ich gerade. Komm her, du. Oh, kann ich da hochlaufen? Das sieht recht scharfkantig aus. Nee, da komme ich anscheinend nicht hoch. Da muss ich irgendwie anders hinkommen. Da muss ich irgendwie anders rauf. War da noch ein Holzkreuz? Da haben wir ja eins zerstört. Genau, das ist weg. Da habe ich noch eins. Jawohl, gut, dann bin ich jetzt wieder voll. Dann gehen wir halt mal hier in der Mitte durch. Oder besser gesagt, vielleicht erstmal am Zaun entlang. Gut. Vielleicht kriege ich ja noch ein Power-Up für die Gun hier. Ich denke schon. Was ist jetzt? Na, ich laufe mal noch außen rum, weil ich bin außen, ganz außen am Rand gelaufen. Spiel zu. Ich bin ganz außen am Rand gelaufen. Jetzt laufe ich hier innen. Am Zaun lang. Und wenn es das dann noch nicht war, dann laufe ich noch innen rum. Also in diesem abgesperrten Bereich hier. Warte, ich schaue da nochmal. Da war nichts. Wie gut, dass wir uns so schnell bewegen. Sonst würde das ewig dauern. Oh, was haben wir denn da? Ist irgendwas Spezielles? 23. Muss ich da vielleicht 23 mal drauf drücken?
Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre ja auch zu einfach. Okay, das war es anscheinend noch nicht. Also, dann laufen wir hier mal entlang. Seht ihr irgendwo ein Kreuz? Hey, Servus. Sprich mit mir. Ich habe ein neues Rezept: Wasser und ein roter Samen. Zu beiden in den Entsafter in der Höhle. Samen findest du direkt hinterm Geschäft. Okay, kann ich die irgendwie an? Nö. Aber nicht deine Mission aus dem Auge verlieren. Holzkreuze. Holzkreuze sind gerade im Moment meine Prio. Jetzt könnte es natürlich sein, dass einige Holzkreuze auch noch im oberen Bereich sind. Okay. Jetzt könnte es sein, dass die runter müssen hier. Und dann da noch drauf schießen. Oh, eine Plattform. Okay, auf die gehen wir dann auch gleich. Okay, Wasser habe ich. Ein Schwamm. Was ich mit dem jetzt allerdings machen soll, das weiß ich nicht. Oh, gucken mal einer an. Blaster, kritischer Schaden, 25 Coins. Nehmen wir. Chance, dass dein Blaster doppelten Schaden macht. Erster Feuermodus. Die momentane Chance in Prozent ist 5. So, hier haben wir Schwert kritischer Schaden, Chance plus 5. Nehmen wir natürlich auch. Plus 5 steigert die Chance, kritischen Schaden zuzuführen. So, das Krassometer. Was ist das? Krassometer zeigt, wie krass du bist. Jede geöffnete Truhe und jedes gekaufte Item machen dich krasser. Okay, das ist wahrscheinlich diese Zahl jetzt gerade hier. Maximale Gesundheit. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Maximale Münzen mal 1,5. Jawohl, 360 können wir jetzt hat. So, was sagst du mir noch? Gib Geld. Gib Geld. Also du sagst nur, gib Geld. Ich habe dir jetzt schon einiges gegeben an Geld. Wir werden natürlich noch das ein oder andere an Kohle finden können müssen. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Der mag mich nicht. Hinter dem Laden hat es doch geheißen. Sind die Samen. Kann ich die kaputt machen? Kann ich die kaputt machen? Nein. Kann das sein? Yes! Das hat was mit diesen Sternen zu tun. So, was bist du? Das ist ein Dingens, eine Gruft. Ja, hey. Moment, schauen wir erst mal. Oh, da war eine Truhe. Also hier liegt anscheinend nichts weiter rum. So, was haben wir hier? Münzen. Das ist vielleicht von dem Händler. Die bewahrt er unten auf. Mit den Fässern können wir nichts machen. Die können wir auch nicht nehmen. So, was haben wir hier? Nix. Muss ich da rein? Ich glaube es ja nicht, aber. Nee. Nee, hier kann ich nicht rein. Wahrscheinlich hätte ich nicht mehr rauskommen. Da geht es nicht weiter. Vielleicht mit dem Blaster? Auch nicht. Okay.
Ich habe gepusht, aber es tut sich nichts. Den Eimer kann ich nicht nehmen. Hey, Münze liegen lassen. Was soll das? Also da wird schon noch was sein. Da oben ist ja auch noch eine Truhe. Habe ich jetzt alle Holzkreuze? Nein. Habe ich nicht. Wie könnte ich da hinkommen? Kann ich auf das Zahnrad hoch? Wahrscheinlich nicht. Mit dem Schwert bin ich gegen die besser. Okay, jetzt haben wir quasi mal die komplette Runde hier abgecheckt. Da oben geht es auf jeden Fall irgendwie entlang. Ah, da oben haben wir noch ein Holzkreuz. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich nur, indem ich mit diesem Schalter da agiere. Volltreffer. Weil mit der Kanone kann ich das ja nicht kaputt machen, ne? Nee, es schlägt ein und das war's auch schon. Also sag's mir nochmal bitte. Ich habe ein neues Rezept. Wasser und ein roter Samen. Tu beides in den Saft in der Höhle. Samen findest du direkt hinterm Geschäft. Und das Geschäft war ja da. Okay. Lass uns da noch mal gucken. Also eigentlich sind wir doch hier hinterm Geschäft, oder? Da kommt wahrscheinlich dann später wieder so ein Magma-Ding raus, könnte ich mir vorstellen. Ich sehe hier keine roten Samen. Kann das sein, dass ich einen von diesen Dingern hierher setzen muss und dann das Wasser aufdrehen? Also diese Schallwellen machen mir jedenfalls nichts. Jo. Das würde heißen, dass ich das Wasser da runterbringe, muss ich das in diesen Schwamm tunken? Wo war es jetzt da? Oh, ich muss aufpassen. Wie gut, dass ich da durchgucken kann. Okay, also den ersten Schwamm hätten wir drin. Den kriege ich auch nicht mehr raus. Ups, das wollte ich jetzt nur mal probieren, ob ich den auch rauskriege wieder. Nein, der liegt jetzt drin. Okay, das würde heißen, wir müssen alle von diesen Schwämmen hier reinmachen. Dann lass doch mal. Kann ich dich runterschießen? Ich kann dich runterschießen, okay. So, du kommst auch noch darunter. Schießen bitte nicht zu weit. Genau, da schön liegen bleiben. Wasser, uff. Saug. Okay, also. Es geht wieder nach, ups, nach da. Ich weiß nicht, für was dieser Dingensen hier ist, dieser rote Balken auf der rechten Seite. Das weiß ich gerade im Moment gar nicht.
Okay, den könnte ich jetzt doch wieder raustun. Was, jetzt habe ich getrunken? Das füllt mich mit Leben wieder auf. Jetzt habe ich gedacht, ich kann den nehmen. Aber dabei trinke ich den aus. Ihr seid schon noch voll, ne? Okay, also da läuft einfach nur Wasser rein. Hier habe ich nichts gefunden an roten Samen. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich kann die Dinger hier auch nicht kaputt machen. Das ist halt einfach nur Lämpchen. Mein Krassometer. Hast du nicht noch irgendwas für mich? Du sagst nur, gib Geld, ne? Okay, wir probieren jetzt mal was anderes. Ich gehe jetzt mal hier auf die Plattform. Ich schieße hier drauf. Okay, wohin geht's? Nach da oben und wir kriegen einen Schlüssel. Und der Schlüssel öffnet wahrscheinlich diese blaue Tür da unten, oder? Okay. Also. Hier tut sich nichts. Hier tut sich auch nichts. Den Würfel draufstellen. Okidoki. Das heißt, ich müsste vielleicht einen von diesen vollgesaugten Schwämmen da draufstellen. Ich probiere das jetzt mal. Weil ich kann mir vorstellen, dass die ja doch ein bisschen schwerer sind. Ach komm. Nimm ihn und leg ihn da drauf. Okay. Also, das ist es nicht. Ich meine, es leuchtet ja lila. Aber das ist wahrscheinlich. Lass ihn doch da. Nimm E. E. Was passiert da? Okay. Also das, was jetzt natürlich etwas komisch ist. Also wenn ich den auslöse, dann geht das Tor auf. Das würde aber auch heißen. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Yes. Nicht schlecht, Mann. Da geht es anscheinend wieder zurück. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt geht's anscheinend rund. Was passiert? Die Plattform bewegt sich nach dort drüben.
Du kommst da nicht durch. Nee, durch das Ding komme ich hier nicht, das ist klar. Das kann ich auch nicht weghauen. Aber... Aber, warte mal, ich schaue jetzt da mal rüber. Wenn du die Plattform irgendwie dort in der Mitte zum Stoppen bringen könntest. Dort in der Mitte. Dann könnte ich doch mal gucken, wo die überhaupt hingeht. So, wähle das nochmal aus. Okay, die fliegt bis darüber. Also mit dem Ding geht's ja wohl nicht, ne? Lass mal da runter gucken. Ah, einen Würfel da drauf stellen? Vielleicht einen Würfel da drauf stellen. Das könnte sein. Dann muss ich zwar jetzt noch mal, aber es könnte durchaus sein. So. Und? Okay. Reicht das? Ups. Ich hab dich gleich zumindest. Okay, die ist jetzt offen. Das ist schon mal gut. Immer schön Ausschau halten noch nach diesem Holzkreuz. Ich weiß auch, dass ich die Muschel noch finden muss. Hier sind rote. Okay. Also hier war sonst nichts weiter, ne? Der blaue ist hierhin verschwunden, vermute ich. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass ich hier runter muss. Oder hier entlang. Hey, Junior! Unser Herr und Meister. In Blueville denken Sie, dass Mr. was? Sag nochmal. In Blueville denken Sie, dass Mr. Miracle blau war. Natürlich war er rot. Mr. Miracle ist der Beste. Hey, Servus. Hilf mir in die Kapelle zu kommen und ich werde dir die große Tür öffnen. Die große. Okay. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Bevor ich hier noch irgendwas falsch mache. Naja, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht machen kann, ne? Blaster, kritische Chance plus 5%. Was hast du gesagt? Irgendwas mit. Kritische Chance plus 5, jetzt sind wir bei 10. Nicht nur unnütz, sondern auch verrostet. Nimm einen. Was haben wir da? Einen Würfel? Okay. Das kann ich alles nehmen. Da ist nur dann die Frage, für was. Ich schaue mich erst nach außen rum um. Ich laufe immer erst einmal an der Wand lang. Für so ein bisschen Überblick. Die Baumstämme, die bringen nichts anscheinend. Das ist halt einfach nur eine Deko hier.
So. Was wir da wohl noch alles finden werden. Also bis jetzt sind es nur hier Baumstämme, die hier rumstehen. Aber es sind zumindest schon mal keine Holzkreuze irgendwo oder diese Steinkreuze. Das heißt, es ist ja dann doch relativ chillig ohne irgendwelche Gegner. Kann ich dich mitnehmen? Nein. Ich habe hier ein Kabel. Und ich habe hier ein Kabel. Du siehst nicht sehr heilig aus. Wie ist es mit mir? Mal auf. Ich will die große Tür öffnen. Irgendwas muss ich da wahrscheinlich machen. Ich dachte jetzt, dass ich dem vielleicht den Stein hinten dran zaubern muss oder sowas. Ich will hier rein. Okay. Also muss das irgendwie anders funktionieren. Was haben wir da? Was sagst du mir? Das ist unsere neue Färbemaschine. Unsere Zäune verkaufen sich viel besser, seit wir sie weiß einfärben. Kann das sein? Lass uns den mal. Nein! Wo ist der Händler? Wo ist der Händler? Was ist damit? Warum muss ich da hoch? Nee, muss ich nicht, ne? Wir stecken diese weißen Blumen in das Rohr, um die weiße Farbe zu bekommen. Die Maschine kann aus ziemlich allem die Farbe raussaugen. Okay. Was hast du hier? Du hast hier einen Ring zum Beispiel, ne? Du hast einen Ring. Dann tun wir den doch mal. Hey, da bleiben. Dann tun wir den doch mal hier einfärben. Lass ihn liegen. Wir färben ihn. Haben damit einen weißen Ring. Komm her. Deine Heiligkeit hat die falsche Farbe. Alles klar. Alles klar. Dann legen wir mal den Ring wieder hier drauf. So, wir brauchen dann natürlich wahrscheinlich gelbe Blumen. Oder rote. Das kann natürlich auch sein, ne? Lass uns doch mal rote nehmen, weil gelbe sehe ich jetzt gerade im Moment nicht. Red. Aber ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz, ob ich nicht irgendwo noch gelb finde. Da ist alles weiß, da ist alles rot. Weiß. Also gelb sehe ich jetzt nirgends. Aber der ist schwarz, ne? Lass mal probieren. Lass doch mal probieren.
Komm her. Hat die falsche Farbe. Also gelb. Es muss anscheinend gelb sein. Okay, leg das nochmal hier hin. Wir können aus ziemlich allem... Oh, da ist doch einer. Wenn du denkst, dass ein riesiges Kind alles kontrolliert, warum können wir es dann nicht sehen? Weil du dich nicht umguckst. Das war doch gerade hier. Da ist er doch. Ich weiß, dass er existiert, weil wenn es ihn nicht gäbe, wären wir alle nicht hier. So. Was hatte der Händler noch? Ich laufe schon wieder falsch, oder? Nee. Nicht nur unnütz, sondern auch verrostet. Vielleicht kriege ich hier auch noch Farbe raus, das kann ja sein. Ich probiere es halt mal, wenn das jetzt nicht reingeht in die Maschine. Das war falsch. Okay, das war falsch. Bevor ich ihn irgendwo hinlege, lege ich ihn lieber wieder zurück zum Händler. Alles rot. Das kann ich nicht nehmen. Da sind ganz viele gelbe. Oh, was haben wir denn da? Das ist doch eigentlich eher rosa, oder? Nee. Nee, das ist auch rot. Ne, haben wir schon. Okay. Das ist ja weiß. Mit Sicherheit. Okay. Wir finden es auf jeden Fall raus. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden es rausfinden. Verkaufen sich viel besser. Ja, ist okay. Kann ich das da runter schießen? Guck mal einer an. Kann die rausschießen. Okay. Da musst du erstmal drauf kommen. Yes. Schön. Und wir haben die richtige Heiligfarbe mit Sicherheit jetzt. Na komm. Trapp an, Mann! Trapp an, du Klappstuhl! Ein wirklich heiliger Geist, komm rein! Alles klar. Ich bin drin. Jetzt bin ich mal gespannt. So, was haben wir denn da alles? Hey, Servus, du kannst die Feinde nicht abschießen, wenn du die Schildgeneratoren nicht ausmachst. Sorry. Ich muss die Schildgeneratoren ausmachen. So, da ist nichts weiter. Da oben haben wir anscheinend ein Fesselein oder irgendwas. Das kann ich nicht wegschießen. In diesem Haus sind ein Haufen Keycards. Wie kommen wir da rein? Ja, wahrscheinlich muss ich das von innen oder von außen aufmachen. Also nach oben komme ich jetzt nicht hier. Da auch nicht. Aber hier schaut so aus, als müsste ich hoch. Wenn sie ein Schild haben, kannst du sie nicht abschießen, aber das Schwert kann ein wenig Schaden machen. Maximal Münzen mal 1,5. Hey, das ich kann ja immer mehr sammeln. Blaster-Abklingzeit halbiert. Das heißt, es wäre schneller mit dem Schießen. Na, dann kaufen wir doch das erstmal. Blaster-Cooldown halbiert. Ein Blaster schießt jetzt doppelt so schnell. Bum, bum. Dank dir konnte ich noch eine Filiale aufmachen. Bring mir rote Fässer, um mehr cooles Zeug freizuschalten. Uns fehlt immer noch ein Fass in der ersten Welt. So, jetzt machen wir hier mal noch. Jetzt können wir 540 Münzen einsacken. Und hier brauchen wir jetzt halt rote Fässer. Und diese roten Fässer, die werden wir jetzt dann beim nächsten Part anfangen zu suchen. Jedenfalls haben wir durch einen Heiligenschein, einen fingierten,
den neuen Bereich hier freigeschaltet. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, zum einen über einen Kommentar und zum anderen natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. In dem Sinne, macht es gut, habt noch eine tolle Woche. Bis demnächst. Ciao, ciao.